Dann renne ich nur mal schnell zurück und heile meine Viecher. Das dauert jetzt ja nicht zu lange, sodass ich schneiden muss. Und ich meine mich stark daran zu erinnern, dass jetzt wieder so ein epischer Kampf wie gerade gegen Lucilla kommt. Deswegen. Setze ich einmal den Plan, den ich gerade während dem Kampf hatte, in die Tat um. Und zwar habe ich hier doch ein Eisen. Genau, das Eisen bekommt einmal Kizuna. Und dann haben wir hier noch ein Carbon. Das kriegt einmal Kizuna. Dann haben wir hier noch ein Protein. Das kriegt dann einmal nicht Kizuna, weil das dann Hohl bekommt. Haben wir hier noch KP Plus, das bekommt dann einmal Kizuna. Dann haben wir hier noch ein KP Plus, das bekommt dann einmal der Hohl. Achso, kann ich nicht. Ah doch, doch, warte. AP Plus, nö, Hyper, dann Beleber, das war alles, so. Und weil ich jetzt glaube, dass so ein fetter epischer Kampf kommt, überlege ich doch mal kurz, ob ich wieder irgendwas anderes mitnehme. Andy nicht. Auch nicht. Überrest. Ich könnte nach Tara wieder mitnehmen, aber... Oh, verdammt, das Ding hat einen Drachenzahn. Du kommst mit. Einfach nur, damit ich diesen Drachenzahn abnehmen kann. So, Item nehmen und dir Item geben. Drachenzahn für Shadow, herrlich. Wusste ich gar nicht mehr, dass Altaria das hatte. Hat sich doch gelohnt, das zu fangen. Du darfst aber dann doch wieder hier bleiben, weil das so ist. Und dann, ich glaube, ich bleibe bei dem Team, das ich jetzt habe. Ich behalte auch Kizuna dabei. Denn wenn jetzt der Kampf kommt, den ich glaube, der jetzt kommt, dann brauche ich doch... Ah, verdammte Herr. Ich lasse Kizuna doch einmal kurz hier, weil ich glaube, ich brauche nach Tara. Ich meine mich zu erinnern, dass der Kampf heftig war. Wenn der Kampf jetzt natürlich nicht kommt, dann bin ich ein bisschen am Arsch. Ich weiß es nicht. Ich werde es einfach mal auf die Cheap-Ass-Methode machen. Und ich gucke einfach mal nach. Und wenn das der Kampf ist, den ich erwartet habe, dann lasse ich laufen. Und wenn es nicht der Kampf ist, den ich erwartet habe, dann resette ich einmal die Konsole und mache das nochmal von vorne. Ja, Mail. Mein lieber Stambus, ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte dir dies Haiku-Gedicht widmen. Wenn Team Krallschergen in Wüste Zoff bereiten, schick sie in dieselbe. Aha. Okay, da stehen ein paar Spackos rum. Da stehen ein paar viele Spackos rum. Das heißt, jetzt kommt noch nicht der Kampf, den ich erwartet habe. Das heißt, ich muss auch die Konsole nicht resetten. Das heißt, ich kann einfach Kizuna wieder mitnehmen. Lalala, habt ihr jetzt nicht gesehen. Tuti tuti du. La la la. Kizuna da. Tschüss nach Tara, du bleibst hier. Auch wenn du episch bist. So, was haben wir denn hier noch im Kryptorbis rumlungern? Eine Ultrigare, das bereit ist zur Kryptoerlösung und ein Magneton. Oh, ho, ho. Ho, ho, ho. Hallo, Herr Taduka. Du bleibst einfach mal da drin. Ja, du bleibst einfach mal da drin. Passt schon. Da lang will ich, glaube ich, nicht. Ich will erstmal die hier kaputt machen. Komm, ja. Ja, tut dir so leid, dass das eine Sackgasse ist. Oh, wie tut dir das? Oh, Viola. Den Namen finde ich gar nicht mal so übel. Nicht alltagstauglich, aber ein schicker Name. Na super. Zwei Viecher, wo Erdbeben ja so viel bringt. Ha, 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 ha.
Andererseits kann ich jetzt mal den Drachenzahn austesten, ob der wirklich ein bisschen was bringt. Eisenschweif und Feuerodem. Wuh! Alter, Shadow ist sogar der schnellste gerade. Derbst. Derbst, Leute. So, Eisenschweif ging daneben, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Und der Silberhauch macht natürlich gar keinen Schaden. Wie sollte das auch anders sein? Ah. Tja, wenn du nicht gegen Hohl kämpfen willst, bei deinem Glück kommt jetzt Jabba. Oh, oder Kizuna, auch nicht viel besser. Aero-Arsch und Feuer-Odem. Aero-Ass. Wuhu. Noch was? Ich glaube nicht. Kizuna bekommt jetzt erstmal 800 Erfahrung, Leco Mio. Ist nicht dein Ernst. Hardcore. Feuer oder Bats. Macht sogar ein bisschen Schaden, aber ich glaube, Erdbeben würden da mehr ziehen. Oh, Icarumba Productions. Volltreffer. Wenn ich jetzt verwirrt bin, dann wäre das echt doof. Kizuna, komm hier nochmal Aero Ass. Und dann doch mal ein Erdbeben, weil wegen Pflanzen-Pokémon und so. Biatch. Tschüssi. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass ich gleich nochmal ein bisschen leveln sollte irgendwie. Kann doch nicht schaden hier. Wie lange nehme ich denn schon auf? Stunde 15 Minuten. Okay, so spät ist es auch noch nicht. Das heißt, ich muss auch noch nicht zur Fahrschule. Finde ich ganz gut. Doch. Das heißt, ich kann noch locker flockig ordentlich diese riesig fette Aufnahmesession zu Ende bringen. Ich klatsche noch ein paar von den Leuten und dann sollte das eigentlich gelaufen sein, ne? Ah, Verpflanze hier, Verwurzler, scheiß drauf. Aero-Arsch, Erdbeben, fertig. Mag mir noch mal kurz jemand erklären, was denn Wunschtraum für eine Attacke war? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Wow. Wow, ich weiß es echt überhaupt nicht mehr. Scheiße. Naja. Wird sich zeigen, was es bringt. Alter, Shadow, du bekommst ja richtig annehmbare Werte inzwischen. Doch, gefällt mir. Oh, Vollbeat! Yeah! Musik, du. Music makes the people, aha. Okay, das hat gar keinen Effekt. Kizuna, du darfst einmal draußen bleiben. Du bist eigentlich gerade mal gar nicht so die schlechte Wahl. Eher im Gegenteil, du pounst die gerade alle ziemlich weg. Aha, Schweifglanz. Und was macht das? Ach, das macht den Spezialangriff sehr doll hoch. Ficken, ey. Geh drauf, du dummes Volbeat. Bitte, geh drauf. Tschüssi. Ja, nicht sehr effektiv, aber trotzdem tot. Blink, 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 du hast voll die Arschleuchte, ey. Voll die Arschleuchte. Wow. Ah, ich glaube, ich hänge auch gerade ein bisschen so durch am Mikro dran. Who cares? Who even cares? So, Kizuna Level Up. Das geht eigentlich sau schnell. Initiative hoch, Spezialangriff hoch. Das lässt sich doch sehen, ja. Ich hätte ihr gerne von der Lehrer-Lady Himmelsfeger beigebracht, aber es konnte sie leider nicht lernen. Finde ich schade. Warum musste es so kommen? Warum durfte sie kein Himmelsfeger erlernen? Ja, zweimal Hypertrank. Okay, also da hinten ist garantiert keine Sackgasse, aber ich will erstmal die Heinis hier plätten. Ja, ich gehe ausgerechnet da lang. Genau das ist meine Intention, Junge. E-Wayne? E-Wayne? Alter, nee, E-Wayne? Was soll der Scheiß denn? Oha, haben die beiden Viecher Schwebe? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es gerade wirklich nicht, deswegen probiere ich es einfach aus. Aber bei meinem Glück haben beide Viecher Schwebe. Dann hätte ich einen ganzen Zug verkackt und Vibrava kriegt bestimmt dann noch ordentlich was in den Arsch getreten. Ja, Schwebe und... Ach was, das Ding hat keine Schwebe. Macht trotzdem keinen Schaden, super. Hätte ich auch genauso gut eine Wand anschreien können. Toll. Wow, Turbo-Rea. Butsch, Stahlkugel in den Kopf. So, was haben wir denn hier noch? Holy, holy moly, holy. Du darfst hier mal hier eine Eisenschweif und oh, hier mal noch so ein Feuerrodem. 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 Britzel, Britzel. Macht keinen Schaden. Du brauchst mal eine ordentliche Drachenattacke, Junge. Eine ordentliche Drachenattacke. Klatsch. Muss ich mal gucken, ob ich mir irgendeine TM kaufen kann, die eine ordentliche Drachenattacke enthält. Schlammbart. Ich glaube, das war... Wie viel Prozent Chance ist das vergiftet? Ich glaube, 40 oder so. Oh, 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 ja. Extremer Hass gegen Shadow Soul. Fuck. Du bleibst trotzdem draußen. Kamikaze, Libelle und so. Weil Dattfisch geht auf jeden Fall drauf und ich bete einfach mal, dass das Forstelker so Soziales und Hohl angreift. Dürfte doch vielleicht, ne? Wo ihn genau? Scheiße. Ich mag wohl ihn genau nicht. Klatsch! Nicht sehr effektiv. Hätte ich mir auch denken können. Bitte nicht aufschütteln, bitte, 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 bitte. Ah, nein, ja, war klar. Der wäre auch dumm gewesen, wenn das nicht gemacht hätte, aber... La, la, la. Boah, Entschuldigung für den Gena. Ich vielleicht habt ihr noch gar nicht gehört, ich bin mir nicht sicher. Hole, Eisenschweif, Jabba, Flammenwurf, und Vernichtung auf Doom. Du bist ein Höllenhund. Du bist ein verrückter Höllenhund und jetzt macht das Ding endlich kaputt. Es nervt. Du sollst kaputt gehen, Junge. Kaputt mit U. Und ich sollte Kizuna nachher dann doch wieder den EP-Teiler wegnehmen, wenn sie 40 ist, weil die anderen leveln dadurch umso langsamer. Das ist suboptimal. Oha, jetzt keinen Konter. Und natürlich kommt der Konter. Arschloch. Scheiße. Komm hier, Bar, Kizuna. An den Kopf werf und so. Schabroms, ey. Komm mal hier, ne? Aeroass. Moment, das ist ein Dodri, dann mache ich doch mal lieber Schlafpuder und dann Flammenwurf auf was wollen genau. Vielleicht ist er ja nochmal so dämlich und macht Konter. Beziehungsweise vielleicht ist er mal so intelligent und geht drauf. Ja, tschüss wollen genau. Die in Hell. So, was haben wir denn hier genommen? Oh fuck, ey, ein Panzer-Aeron. Du willst wirklich sterben, oder? Okay, ich dachte schon, bei meinem Glück friere ich jetzt ein, aber nenn doch nicht. Brenn, Baby, brenn. So, by the way, kleine Nebeninformation. Dadurch, dass Kizuna die Fähigkeit Facettenauge hat, ist die Attacke Schlafpuder von 70% Trefferchance oder 75% Trefferchance, glaube ich, auf 95 oder 85 gestiegen, was ich sehr schön finde. So, Jabba. Der Panzer-Aeron darf daran glauben. Doch, bitte, mach es kaputt. Bitte, bitte, bitte. Volltreffer unsehr effektiv. Danke, Jabba, ich hab dich lieb. Netter Jabba, netter, netter Jabba. Buh, Panther-Aeron tot. Kizuna Level Up. Wuhu. Wärst du mal so freundlich, bitte eine Käferattacke zu erlernen? Verdammt.
Och Mädel, eine Kiefattacke ist das denn so schwer? Aeroas. Klatsch. Naja, hat ja fast einen Schaden gezogen. Psychokinese und Flammenwurf. Flammenwurf. Öff, öff. Endlich spuckt Jabba auch keine Nacho-Soße mehr, sondern richtig ausgewachsene Flammen und so. Und so und so, denn und so ist ein tolles und so, ne? Ne? Und so, ne? Kann man haben, ne? Und so. Mhm. Dann würde ich sagen, mache ich mal wieder einen kurzen Schnitt. Ja, ich mache mal wieder einen kurzen Schnitt. Heil nochmal meine Pokémon und dann mache ich noch einen Kampf gegen irgendwen da hinten. Gegen irgendwen, da wird das schon, ne? So, da ich wieder bin, ich habe mich auch nochmal ganz spontan dazu entschlossen, Kizuna dann doch wieder den EP-Teiler wegzunehmen, weil, ich das wollte. Und weil ich es konnte. Und wow, die Fackeln sehen gar nicht mal so unschick aus, die hätte ich gerne in Minecraft. Hust, hust, Minecraft sucht die, wuhu! Voll Lava da und wenn ich jetzt ein Wasser im hätte, könnte ich mir Obsidian machen. Hallo Marco. Tschüss Marco. Azumarill. Ah. Drecksding. Pilipa auch ein Drecksding. So, jetzt habe ich schon ewig lange aufgenommen. Dann mache ich doch mal ein Eisenschaum. Pilipa ist ein Flug-Pokémon, das ärgert mich gerade. Ich mach's trotzdem mal mit Erdbeben, weil Erdbeben gegen das Azumarill doch ordentlich reinklatschen sollte. Oder war das andersrum? War ein Wasserattacke gut gegen Boden-Pokémon? Auch wie ich das einfach immer nicht im Kopf habe, das ist mir so gar nicht peinlich und sowas von egal. Na, wenigstens ein bisschen Schaden, geht doch. Ja, das mit Pilipa war klar. Pilipa macht Horta. Dann kann ich doch ruhigen Gewissens... Oh scheiße, das Ding macht Walzer und Hohl schützt sich selbst gut. Weil wenn das Ding erstmal ins Rollen kommt, ist es nicht aufzuhalten. Und dann hier nochmal einen schönen Knirscher hinterher, würde ich doch... Ja. Es müsste an sich draufgehen damit. Hoffe ich doch mal. Nee, das sieht gar keinen Schaden. Ach, wunderherrlich. Adieu, Meryl, so süß, adieu, adieu. Eisenschweif in your face, bitch. Klatsch. Ach, auch nicht sehr effektiv, aber andersrum auch nicht. Scheiße. Ach, das ist sehr effektiv, weil ich ein Gestein-Pokémon bin, haha. Aber das nicht, weil ich nur ein Boden-Pokémon, ach so, ach, da blickt doch keine Sau durch. Ein Stein kann aufgeweicht werden, aber ein Sand nicht, oder was? Logik for the lose. Tschüss, Azumarill. Tschüss. Bats. Geh drauf, du Viech. Du Viech. Nicht Fisch, sondern Viech. Brich ein Viech auf den Tisch hier, ne? Boots. Okay, ich merke auch langsam, wie mir die Luft ausgeht beim Kommentieren. Viel länger darf die Blockaufnahme auch nicht werden, sonst labere ich irgendwann entweder gar nichts mehr oder nur Scheiße. Und ich fange schon wieder an zu gehen, wie sonst irgendwas. Okay, das Ding muss eindeutig weg. Ariados war ein Käfer-Pokémon, dann hier mal Feuer-Odem. Ich habe ja nichts Besseres. Brenn, 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 brenn. Oder sei wenigstens paralysiert. Habe ich aber überhaupt schon jemals irgendwen paralysiert? Ich glaube nicht. Erstmal so, by the way, habe ich eigentlich eine gute Attacke gegen Wasser- oder Flug-Pokémon? Ich glaube nicht. Ja, okay, Kizuna ist gut gegen alles, aber... Ich würde mal sagen, Hohl muss definitiv raus da. Wobei er jetzt auch tot sein dürfte, oder? Ach nee, das überlebt er noch knapp, okay. Aber dafür zieht er leider nicht genug Schaden.
komm hier holen. Du darfst nochmal Schutzschild machen und du nochmal Erdbeben und dann nächste Runde seid ihr wahrscheinlich beide tot und dann passt das schon. Gott bin ich sozial zu meinen Pokémon. Gott bin ich sozial zu meinen Pokémon. Ich hoffe mal, das macht einigermaßen Schaden bei dem Octillery. Oh doch, doch, das kann sich sehen lassen. Voll und ganz akzeptiert. Weil, dass der sich heilt, war mir irgendwie klar, also. Ignoriere ich das mal gekonnt. Aurora-Strahl schützt sich selbst. Ah, oh, komm, hol, versuch nochmal auf gut Glück Eisenschweif. Und wenn nicht, dann geht hol jetzt dadurch drauf. La la la. Ich bin zu faul, Pokémon auszuwechseln. Deswegen töte ich sie. Aber Shadow wird sich freuen, dass sie die ganze Zeit hol killen darf. Gott, bin ich böse. Ich bin so böse. La la la, ich bin gar nicht böse und so. Und das und so nervt richtig. Surfer, und mein Bildschirm geht wieder aus. Und irgendwas ist runtergefallen. Also, das war mein Büroklammernentferner. Erstmal die Stille des Moderatorenschlucks genießen. Okay, was haben wir denn hier? Aeroas und nee, andersrum. Psychokinese und Feuerodem. So mache ich das. Karlat. Fahrrad. So, dann haben wir denn noch, ne? Oh, irgendwie auf einem merkwürdigen Grund, merkwürdige göttliche Fügung oder so lebt Shadow noch. Ich weiß nicht, hier nehme ich ihn wahrscheinlich. Oh, ich nehme alles zurück, er ist tot. Weißt du? Nein, er ist kampfunfähig. Die gehen ja nicht kaputt und so. Und so muss ich mich definitiv abgewöhnen, das nervt die sonst irgendwann. So, dann. Komm, dann darf nur Raxu mal wieder ein bisschen Spaß haben. Ist ja nicht so, als wenn er davon gar nichts bekommt. Los, Numi, du bist an der Reihe. Psychokinese und... Ah, hier, Frostbeule. Das, was uns allen immer so Spaß macht. Wo ich immer noch mal Gewissheit haben will, dass sich wirklich die Animation dabei ändert. Wenn es das fünfte Mal durchgetickt ist. Oh, wie süß! Baldurfisch setzt Sui-Attack ein. Es ist sehr effektiv. Wow. Armer Sui, ey, warum kriegt er immer solche Flachwitze? Dryptisch. Oha, ich muss definitiv aufhören mit der Aufnahme, weil ich fange schon an, Sui-Witze zu reißen. Das ist nicht gut. So, tschüss du Ding, tschüss. Wiedersehen. Alter, One-Hit-Kill. Ay, caramba. Galito, Galito. Ja, komm, 1 Stunde 30 Minuten. Mit dem, was ich rausschneide, habe ich bestimmt 1 Stunde 20 Minuten aufgenommen, also. Reicht das erstmal? Dann speichere ich hier und sage, ich bin der Stampus 100. Das war Let's Play Pokémon XD für diese Blockaufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich innerhalb der nächsten 2 Blockaufnahmen das Projekt beenden kann. Bis zum nächsten Mal und tschüss!